Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Heute machen wir die Welt zu Ende, also die Welt 4 zu Ende. Und hoffentlich sackt es nicht so wie Welt 4.1. Aber gut. Also, ja. Keine Musik. Oh Scheiße, jetzt habe ich sie vergessen anzumachen. Ach egal. So. Die eine haben wir schon mal. Gut, zwei haben wir schon mal. Aber ja. So, drei haben wir. Aber gut. Vier. Also es geht wirklich schnell. Gut, jetzt haben wir das Level geschafft. Das war wirklich einfach. Also, das wird schon ein kurzes Video. Nicht so wie letztes Mal 15 Minuten. Das wird wirklich kurz, weil das Luftschiff kann nicht so richtig schwer sein. Weil wenn schon wenn schon die Burg so schwer ist, kann das Luftschiff schon mal einpacken. Denn das ist nicht so schwer wie das erste Level. Immer wenn irgendein Level vor der Burg oder also vor dem Castle oder vor dem Luftschiff ist, dann wisst ihr schon, hier zum Beispiel das ist nicht so schwer, weil es gibt ja noch das Luftschiff. Und das Luftschiff oder das Buhu-Haus oder Spike Spießrutenlauf, das ist viel schwerer als das Bowser Castle. Und das ist ja immer klar. Weil, wenn man einmal schon mal bedenkt, oh, das war ja schon schwierig, also wird das andere, zum Beispiel das Castle jetzt, nicht so schwer sein. Und sorry, dass hier keine Musik spielt, aber ich hätte auch gerne eine Musik gehört, aber habt ihr vergessen anzumachen? Das war knapp jetzt, weil ich ja in einer Blase gerade rauskam. Und oh, wir haben schon alle. Aber gegen Bum Bum müssen wir ja noch kämpfen. Das ist das Schwierigste, gegen Bum Bum noch zu kämpfen. So, und am Ende dieses Videos, weil es ist jetzt wirklich kurz, spiele ich euch noch einmal einen Rest eines SpongeBob-Songs an, wenn das überhaupt gültig ist und wenn sie es nicht wieder wegmachen, sonst muss ich es rausschneiden. Jetzt ist er auch langsamer. Und, nee, warte, an der Wand hängt er fest irgendwie. Also es ist irgendwie so, er hängt irgendwie an der Wand fest. Und ja, was? Oh ja. Ja, Welt 4 abgeschlossen. Ist ja gut. Ist ja gut. Ist ja gut. Gut, gut, gut. Okay. Ja, auf jeden Fall haben wir jetzt Hammer. Weil ich habe noch was an meinem Königreich zu machen. Ich brauche nämlich. Ja, gut, wir kriegen Hammer. Und sehr gut. Jetzt haben wir auch die Burg in der Top Rally. So, hier habe ich neues. Hä? Das ist doch schon weg. Dann habe ich nicht gespeichert. Ich bin mal Spasti.
Jetzt haben wir es. Da kommt auch ein Hammer. Und da oben auch. So, mein Königreich ist jetzt nun fertig. Und jetzt werden wir noch, weil das Video wirklich kurz war, noch Sachen platzieren. Und ja. Wir können ja hier so eine Toadflagge aufbauen. So hier. Und ich habe hier ja noch so eine Yoshi-Flagge. Packen wir die mal hier hin. Das würde so gut aussehen, sozusagen. So, da kommt eine Mario-Statue hin. Eine Luigi-Statue. Und hier kommt eine Mario-Statue hin. Weil das sieht irgendwie gut aus. Und die Toads, oder eher gesagt, die, das kann ich da jetzt nicht aufbauen. Das ist ja auch kacke. Hier. Und weil die Toads, die mögen ja alle Yoshi. Und deswegen packe ich an so einen Fleck mal Yoshi hin, aber ich weiß noch nicht genau wo. Und ja, müssen wir ja auch noch tun. Wir packen mal zwei Fragezeichenblöcke dann nach da oben. Ach, und das mit Yoshi hat sich schon erledigt, weil hier ist jetzt ein Yoshi-Haus. Und dann packen wir den, ne, Feuerblume würde ich nie hin, nirgendwo hin machen. Packen wir den Yoshi dahin. So. Und jetzt könnten wir ja noch hier einen Pilz. Eine Blume ist viel besser irgendwie. Und eine Blume machen. Und warte. Dann, warte mal. Dann platzieren wir anstelle von diesem Block hier, stellen wir da unseren lieben. Na, warte mal. Wir können ja hier, wir haben ja hier noch Häuser. Stell das einfach hier hin. Und weil wir keine grünen Häuser bisher haben, außer da hinten dieses große, packen wir hier noch daneben ein grünes hin. Und haben wir noch irgendwas, was wir kaufen können? Nee, warte, dann gehen wir mal in den Shop. Wir gehen mal in den Shop. Ja, das geht schon. Hier, was brauchen wir hierfür? 150, okay. 150 ist okay. Nur hier muss doch irgendwo. Ja, hier ist ein gelbes. Klar, platzieren wir es hier. Und weil wir rote auch haben möchten, packen wir hier ein rotes hin. Und da unten kommt. Warte, das haben wir schon. Wir platzieren hier. Wo ist es denn jetzt? Wo ist es? Ach hier. Da, die grüne Röhre. Sieht doch schon gut aus, oder? Ach so, und ich habe schon ein bisschen Toad Rally Remix 10 gespielt. Und das war wirklich geil. Hier, wir können auch das Bonus-Spielhaus mal machen. Aber weil wir das Rote schon kennen, machen wir das Blaue. Ja, das Blaue ist okay. Also hoffentlich wird das nicht so genauso. Ja, es ist nicht genau das Gleiche. Aber das war kacke. Kriegen wir irgendwas? Nein.
Aber okay. Das war's, bis dann und ciao. Oh, Bonusspiel.